Der Echtgeld-Trade wird Ihnen präsentiert vom Börsendienst Optionsstrategien, Ihr Ideengeber für den Optionshandel. Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Heute ist Mittwoch und ich habe es heute früh mal in einem Video scheinbar falsch gesagt. Der 9. November 2016. Donald Trump ist Präsident in den Vereinigten Staaten und das hat natürlich die Volatilität enorm nach oben gebracht. Und das nutzen wir gleich mal, um ein paar Trades aufzusetzen. Ihr kennt unsere Rubrik der Echtgeld-Trade und deswegen machen wir jetzt mal was ganz anderes, wie wir es immer gemacht haben. Bis jetzt haben wir ja immer Trades vorgestellt, die schon abgeschlossen waren. Und jetzt nehme ich euch mit in einen neuen Trade, den wir heute gemacht haben. Wie der aussieht, was wir genau gemacht haben, was wir für ein Ziel haben, das gibt's jetzt hier in diesem Video. Halt, stopp! Bevor es losgeht, kleiner Tipp am Rande. Schon mal auf das i geklickt? Basiskurs Optionsstrategien. Ihr Einstieg in die Welt der Optionen. Das hier ist das letzte Exemplar der allerersten Auflage. 500 Stück hatten wir produzieren lassen und die Nachfrage hat uns regelrecht überrannt. Das Ganze war innerhalb weniger Tage ausverkauft und deswegen haben wir jetzt die zweite Auflage produzieren lassen. Und wenn du eine dieser neuen DVDs haben willst, dann bestelle sie jetzt. Basiskurs Optionsstrategien. Jetzt schnell bestellen! Hier finden Sie nicht bloß unsere neuesten Angebote, sondern auch weitere spannende Videos und zusätzliche Links. Also heute hieß es hier, die Ärmel hochkrempeln und ein bisschen was machen. Als wir heute früh ins Büro gekommen sind, da wussten wir es natürlich alle schon, Donald Trump hat die Wahl in den USA gewonnen und die Futures haben in der allerersten Reaktion einmal tiefrot aufgemacht. Der Dow Jones war, glaube ich, 800 Punkte im Minus. Der S&P, als ich heute früh so gegen 5.30 Uhr, ich war dann doch ein bisschen neugierig, mal geschaut habe, 90 Punkte im Minus. Also das habe ich auch lange nicht gesehen, dass sowas passiert. Volatilität natürlich auf Anschlag. Gestern Abend die Put-Call-Ratios schon Panikzeichen gemacht. Und da wussten wir, heute ist ein Tag, wo wir etwas machen müssen. Und dann war ja natürlich heute auch noch der Tag, wo wir den Optionsbrief geschrieben haben. Da haben wir natürlich etliche Trades heute auch mit aufgenommen, genau in dieser, in diesem Umfeld, was jetzt gut reinpasst. Das heißt, wir haben heute früh schon Puts geschrieben auf den DAX. Wir haben heute früh schon Puts geschrieben auf den S&P 500. Und es ist natürlich so, gerade wer jetzt ein kleineres Konto hat, der muss natürlich warten, bis die Märkte am Nachmittag aufmachen. Und jetzt zum Nachmittag, also kurz nach Börseneröffnung, ist es so, dass die Volatilität jetzt anfängt schon deutlich zu fallen. Die Märkte haben komplett gedreht, also der S&P beispielsweise, der heute früh noch, wie gesagt, 90 Punkte im Minus, das sind fast 5%. Der so im Minus war, der ist jetzt mittlerweile ins Plus gedreht. Die Aktien, die alle am Anfang, man konnte das richtig schön sehen zur Eröffnung an der New York Stock Exchange auf Bloomberg, alles war rot und dann immer mehr wurde plötzlich grün. Und deswegen will ich euch einen Trade vorstellen, den wir heute unseren Abonnenten vor Börseneröffnung noch geschickt haben. Mittlerweile haben wir den Trade auch umgesetzt und ich zeige euch jetzt diesen Trade hier. Und wir werden jetzt immer mal Update-Videos machen, immer wenn wir an diesem Trade was machen. Aber erstmal zum konkreten Trade. Und zwar, wir haben einen Put verkauft auf den Spider. SPY. Ihr seht hier mal einen Chart eingeblendet. Das ist also dieser Spider und zwar ist das nichts anderes als ein ETF auf den S&P 500, ist ungefähr ein Zehntel des S&P 500. Das heißt also, wenn du hier eine Option darauf handelst, 100 Stück dieses ETFs, ist also eine relativ überschaubare Größe, sodass man das auch mit einem etwas kleineren Konto umsetzen kann. Und für unser kleines Konto, was ihr vielleicht kennt aus dem Webinar Optionshandel für kleine Konten, gibt es nächstes Jahr übrigens eine Neuauflage. Und wer Optionsstrategien-Abonnent ist, der kennt das Konto auch. Da können wir keine Future-Optionen handeln, weil das Konto viel zu klein ist. Also haben wir gesagt, okay, machen wir hier einen Short-Put auf den Spider und zwar einen 200er-Put. Laufzeit bis zum 16. Dezember, das sind 37 Tage. Und ihr seht hier am Chart, das ist also noch eine ganze Menge nach unten entfernt. Und ich blende euch jetzt gleich als nächstes noch hier mit ein, die Orderbestätigung. Und da seht ihr, wir haben also diesen Trade 15.35 Uhr, also wirklich 5 Minuten nach Börseneröffnung haben wir diesen Trade umgesetzt. Wir haben eingenommen 1,09 Dollar, sprich 109 Dollar abzüglich Gebühren. Also sagen wir roundabout 107 Dollar etwa. So, was ist jetzt das Ziel?
Das Ziel ist es natürlich, dass wir Geld verdienen, ganz klar. Und wie verdienen wir Geld? Entweder über den Zeitwertverfall oder über den Rückgang der Volatilität oder aber, dass natürlich der Preis des S&P jetzt nach oben geht. Wahrscheinlich wird es eine Mischung aus allen dreien werden, aber wir wissen es nicht. Es kann auch sein, die Märkte drehen wieder und es geht nach unten. Das Erste, was wir jetzt hier als Regel sagen, ist, wo würden wir unsere Gewinne mitnehmen? Wir würden die Gewinne bei 50% mitnehmen. Das heißt also, wir haben ein Rückkauflimit bei 0,51 in den Markt gelegt, also bei ein ganz klein bisschen mehr als 50%. Warum? Wir wollen uns die Gebühren noch wieder zurückholen, die wir natürlich für so einen Trade bezahlen müssen. Und zum anderen würden wir den Trade rollen, wenn der Markt wieder nach unten geht oder die Volatilität ansteigt, wenn sich diese Option entweder am Geld befindet, das heißt, wenn der S&P bzw. der Spider auf 200 gefallen wäre, oder aber wenn sich der Preis der Option verdreifacht hätte, also von roundabout 1 Dollar auf 3 Dollar, dann würden wir auch diese Position rollen. Wie würden wir es machen? Nach unten und hinten rollen. Wenn das notwendig wäre, mache ich ein entsprechendes Video und stelle es hier rein. Das heißt also, es wird jetzt für diesen Eschgeld-Trade das nächste Video geben, wenn wir aktiv was an dieser Position machen. Also entweder, wenn es gegen uns läuft, wir müssen die Position adjustieren, dann werden wir das machen, werden es dann sofort hier dann auch ein Video veröffentlichen. Es kann also sein, es kommt dann mal an einem Tag vielleicht zwei Videos, weil wir ein normal geplantes Video haben und zum anderen ein Video, was eben dann quasi ad hoc mit rauskommt. Oder aber, was auch passieren kann, dass wir uns mit dem nächsten Video melden, wenn wir mit Gewinn aus dem Trade rausgehen. So, jetzt drücke ich allen, die heute keine Angst hatten, die heute besonnen agiert haben, die gesagt haben, jawohl, als Optionsverkäufer ist das eine gute Chance, wenn die Volatilitäten so hoch gehen, den drücke ich natürlich jetzt die Daumen und dass ihr erstens euch nicht überhebelt habt, sondern dass ihr trotzdem noch euer Money Management eingehalten habt, aber dass ihr einfach so mutig wart und auch gesagt habt, okay, ich nutze diese Chance, weil wenn alle Angst haben, müssen wir gierig werden. Ne? Ihr kennt diesen Spruch von Warren Buffett. So, wir sehen uns wieder im nächsten Video. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr heute für Trades gemacht habt. Also wie gesagt, bei uns, ich habe es schon am Anfang erwähnt, waren es eine ganze Menge Shortputs auf den S&P, Shortputs auf den DAX. Wir haben Puts auf einzelne Aktien verkauft, wie beispielsweise PepsiCo. Wir haben Calls auf den VXX verkauft. Also heute war richtig was zu tun. Eher selten, ne, dass wir so viel machen, aber so einen Talk wie den, den musst du natürlich nutzen. Und deswegen, heute lautet das Motto, make trading great again. Wir sehen uns im nächsten Video. Euch alles Gute. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.